So, hallo wieder hier bei mir, der Luca von den Löwen. Leute, ich bin ab heute weiblich. den Luca von den Löwen zu einer weiteren Folge von We Will Potter's World. In der letzten Folge zeige ich euch mal ganz kurz, was wir gemacht haben. Und zwar haben wir hier dran ganz gut weitergearbeitet. Wir haben hier das Tor gemacht, wir haben hier diese Erhöhung gemacht. Ja, ich bin eigentlich ziemlich zufrieden damit, wie das Ganze jetzt hier aussieht. Wir haben auch hier schon unsere Treppe nach unten gebaut, wie auch immer Hagrid hier durchpassen soll. Aber naja, ist nicht unser Problem. Und genau, dann haben wir hier auf jeden Fall unseren Krankenflügel. Und ja, das Ganze sieht jetzt hier so aus. Und in dieser Folge würde ich natürlich auch ganz gerne hier dran weiterarbeiten. Allerdings erstmal zum Intro. So, ich weiß auch gar nicht, warum ich das jetzt hier so gemacht habe. Ich habe mir gedacht, okay, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Das war auch gerade ehrlich gesagt eine spontane Idee mit dem Intro so nach der Anmoderation. Ja, könnt ihr mir ja ganz gerne mal sagen, wie ihr denn dazu steht, ob ihr das so toll findet oder ob ihr das weniger toll findet. Ich muss erst mal wissen, was ich toll finde. Was brauche ich für die Folge? Ah, ja, gut, okay. Ja, doch, sollte eigentlich passen. Ich brauche genau Mauern auf jeden Fall. Ich brauche, als ob wir keine Steine mehr haben. Ah, genau, die sind ja alle hier im Rucksack, alles klar. Dann brauche ich was noch? Moment mal, hier sind noch Steine, oder? Ja, gut. Was brauche ich noch? Gute Frage. Ah, ich brauche Glas. Und leider haben wir keine Glasblöcke mehr, deswegen müssen wir da ein bisschen ja, weichen. Aber das sollte ein kleineres Problem werden. Ansonsten gehen wir halt in dieser Folge noch ein bisschen farmen. Wir haben ja genug Zeit auf jeden Fall. So, jetzt erstmal wieder zum Krankenflügel. Und genau, denn unsere Bauaufgabe wird auf jeden Fall hier wieder stattfinden, ja, am Krankenflügel. Und zwar habe ich mir überlegt. Was habe ich mir überlegt? Das ist jetzt eine gute Frage. Die Wand hier ist auf jeden Fall 2 Steine dick, okay. Dö. Okay, nee. Dann machen wir einfach hier so, dass wir quasi jetzt hier mal anfangen, unseren Rucksack leerer zu machen. Also, Herr Rucksack, dann gib uns mal, was wir brauchen. Genau, eigentlich reicht ja auch schon ein Stack und dann gehen wir hier wieder raus. So, dann hier diese Mauern, die müssen natürlich hier nach oben gezogen werden. Da ja hier, wie gesagt, die Dingens reinkommen, die Fenster. Und deswegen muss ich mal gucken, wie hoch wir die Fenster überhaupt machen. Ich würde, glaube ich, sagen. Hahaha. Ja, ich gucke jetzt einfach mal kurz, das war knapp. Ich gucke jetzt einfach mal ganz kurz und zwar mache ich jetzt hier das da hier auch nochmal. Komm schon, komme ich da ran? Yeah. Genau so. So. Und dann so. So. Ja gut, das ist vielleicht ein bisschen zu hoch. Ah, ich habe mal eine kleine Idee. Wobei sieht das gut aus? Hoch. Fragen. Fragen über Fragen. Und zwar, ich mache das jetzt erstmal so, wobei das wahrscheinlich ein bisschen zu klein wird. Wie haben wir es hier? Ja, okay, hier haben wir es noch gar nicht. Einen höher wird zu hoch. Ich würde mal ganz kurz was probieren wollen, deswegen gehen wir jetzt nochmal kurz in unsere Base zurück. So. Genau, und oh, ich sehe gerade. Oh, der Desktop-Sound ist ein bisschen leise. Moment. Ja, genau, jetzt hört ihr auch mal wieder was. So, aber ein bisschen leiser geht schon. So. Oh, Moment, was brauchte ich jetzt nochmal? Verdammt, ich hab's vergessen. Ach so, ja, Treppen. So, und dann geht's hier zu den Treppen. Ich nehme ja auch mal die Dinger mit, man weiß ja nie, ob man es brauchen könnte. Und, was ich auch ganz gerne mitnehmen würde, ist Schwarzeichenholz.
Genau, und dann nehme ich auch Schwarzeichenholztüren, denn ich möchte was ausprobieren. Genau, und ich denke, das passt eigentlich. Oder? Ja, sollte passen. Ha. Gut. So. Ey Leute, es ist so unglaublich heiß hier. Also wirklich in meinem Zimmer hat es bestimmt 50 Grad. Plus minus 1. Und oh mein Gott, es ist einfach viel zu warm. Ich komme damit nicht klar. So, als erstes werde ich jetzt mal ganz kurz das da hier auch auf dieser Höhe hier ziehen, dass das da hier zumindest hier alles auf der gleichen Höhe ist. Und jetzt würde ich ganz gerne mal das da hier ausprobieren, nämlich so und so. Yep, die sind weg. So, genau, dann nehme ich mir jetzt mal hier die Treppen. Und dann mache ich jetzt hier so und so. Und ja, das sieht doch schon besser aus auf jeden Fall. Und wenn ich jetzt hier so mache und dann hier so mache und so mache, dann ja. Ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Warum verbindet sich der Scheiß denn nicht? Was ist denn das für eine Kacke? Okay, dann müssen wir es wohl doch mit denen da hier umsetzen. Schade. So und so. Genau, weil dann haben wir jetzt hier eine komplette Front. Wobei, dann würde ich das Fenster, glaube ich, höher ziehen. Ich suche mir mal gerade kurz ein Bild raus. Moment. Hogwarts Krankenflügel. So, weil da bekomme ich. Nein, ich bin kein Roboter. Was wollen die denn jetzt? Bilder mit Schornsteinen? Ampeln. Warum zur Hölle soll ich denn jetzt. Oh! Ja, ich bin kein Roboter. Bestätigen. Alles mit Ampeln. Oh! Was wollen die denn jetzt von mir? Mit Fahrrädern. Ja, danke. Jetzt wisst ihr, dass ich kein Roboter bin. So, denn die Bilder hier zeigen Folgendes an, dass die Fenster relativ hoch sind. Okay. Ja, dann wollen wir das hier natürlich auch umsetzen. Einmal der Zeilenumkehrer. So. Dann müssen natürlich hier diese Fenster wieder weg. Genau so, so, so. Und dann mache ich einfach auch mal spaßeshalber das da hier nochmal weg. Einfach nur zur Sicherheit. Und dann sammle ich aber auch hier kurz die Steine ein, die ja jetzt hier verloren gegangen sind. Wow. Warum bin ich jetzt hier drin? Ich will hier raus. Hilfe. Gehe ich halt außen rum. So. Autsch. So, genau. Und ja, dann mache ich das Ganze hier nochmal zwei höher. So. Genau, und dann das da hier auch nochmal. Ah, komm schon. Eins und zwei. Genau, und hier dann jetzt das da hier. Ja, das sieht schon eher aus wie auf meinem Bild. Das finde ich gut. Genau, und dann machen wir hier natürlich zack und zack und zack und zack und zack. Ah, und hier natürlich auch noch. So. Genau, jetzt sieht das Ganze schon eher aus wie auf meinem Bild. Und ja, kann man auf jeden Fall machen. Kann man definitiv machen. Genau, hier haben wir die Dinger und dann kommen hier quasi so die Betten davor. Und genau, das gilt es jetzt quasi hier überall einmal umzusetzen. Das heißt also dann auch, dass hier diese Wand hier zwei Steine dick werden muss. Ich meine, zwei höher werden muss. So. So, genau, und das da hier dann auch. So. Genau so quasi. Und dann hier das da hier auch nochmal. So. Genau, und dann haben wir jetzt hier zumindest mal unser allererstes Fenster. Das Tor würde ich eventuell nochmal ein bisschen höher machen. Das ist mir jetzt aktuell ein bisschen zu klein. Können wir eigentlich auch jetzt gerade mal kurz machen.
Genau so. Das heißt, das da hier muss quasi so werden und so. Genau, und dann kommt das da hier auch einen höher, so. Und dann auch hier so, so. Nee. Haha. Genau, das da hier wird nämlich so gemacht. Dann kommen hier die Treppen dran. So. Und das da hier wird dann Half Slabs, oder? Ja, müssten Half Slabs werden. Zum Glück haben wir hier welche dabei. Genau, nehme ich so und so. So. Ja, das sieht doch schon mal besser aus. Genau, und dann kommen wir jetzt nämlich zu dem da hier, was ich meinte. Denn, Moment, wie mache ich das jetzt am besten? Genau, ich ersetze jetzt hier diese Blöcke mal. So. So. Und das da hier. Und das da hier. Und dann kommen hier die Türen so rein. Ah, nee, halt, ich mach grad einen Fehler. Genau, weil das ist ja eine Dreiertür hier. Das heißt, ich habe das da hier falsch gemacht. Das heißt, das da hier muss noch befüllt werden. Und das da hier muss noch befüllt werden. Und dann muss das da hier noch befüllt werden. So. Genau, und dann kommt quasi von hier aus die Tür rein. Okay, das sieht sehr, sehr scheiße aus. Das sieht sehr, sehr scheiße aus. Dann mache ich wieder hier so. Und hier so. Genau. Und dann kommen hier wieder die Blöcke rein. Genau. Und dann mache ich hier. So. Ne, ich glaube, das sieht einfach zu grob aus. Ne, das kann ich auf gar keinen Fall machen. Das kann ich auf gar keinen Fall machen. Ihr lyncht mich ja dafür. Hilfe. Genau, das hier kommt jetzt alles nochmal weg. Ich pack das Ganze, glaube ich, jetzt mal ein kleines bisschen anders an. Ja, doch, ich pack das Ganze jetzt nochmal ein kleines bisschen anders an. Und zwar, wie folgt, dass ich quasi, zack. Moment mal, in welche Richtung gehen denn die Türen auf? Die Türen gehen nach innen auf, alles klar. Das heißt also dann quasi hier, so, so. So. Genau. Ach, Blöcke sind so eklig. Oder sollen wir hier einfach gar keine Tür reinmachen? Das wäre auch eine Option. Oder. Jetzt habe ich eine Idee. Und nein, Leute, ihr braucht euch jetzt nicht fragen, so. Ach Gott, Luca, was machst du denn? Ich habe eine kleine Idee jetzt. Und zwar, wenn ich jetzt hierher gehe und so mache.
Und dann so mache. Ja. Das könnte tatsächlich jetzt mal eine gute Idee von mir sein. Und dann hier auch wieder so und so. Hey, das sieht gar nicht mal übel aus. Genau. Und dann quasi, Moment. Puh, Moment. Okay, es klappt wahrscheinlich doch nicht so, wie ich es gerade geplant hatte. Wobei. Okay, jetzt habe ich. Okay, Leute, ich habe ein paar kleine Ideen. Ich brauche jetzt nämlich nochmal was. Genau, Schwarzeichenholz haben wir noch. Und jetzt habe ich eine kleine Idee, weil das muss ja keine dicke Tür werden, das muss ja nur eine schmale Tür werden. Und wenn ich jetzt noch hergehe und mir ein paar Falltüren mitnehme und dann im besten Fall hier noch sowas, genau. Ja, dann dürfte es sogar ganz okay werden. So. Gut, wollen wir sehen. Genau. Und jetzt gehen wir wieder hier zurück und einmal der Zeitumkehrer. So. Und was ist, wenn wir jetzt hergehen und sagen, okay, wir machen jetzt hier einfach unsere Falltüren dann noch dran. So. Und so. Und dann habe ich ein Crafting Table. Nope, dann mache ich mir kurz einen. Wird sowieso mal Zeit, dass wir hier einen haben. Genau so. Und den stelle ich jetzt einfach mal hier hin. Genau, und jetzt brauche ich einmal kurz ein paar Treppen. So. Und genau, jetzt mache ich dann quasi. Genau, die Tür ist 3 hoch und dann kommt jetzt hier so und so und dann hier so und so. Ja. Und dann hier so und so. Und zum Schluss noch. So. Wobei das da hier eigentlich. Nee, Moment, das muss anders sein. So. Und dann so. Hier vielleicht maximal noch. Ah, genau. Hier noch so. Sieht aus wie ein Mini-Penis. Besonders gut sieht es auch nicht aus. Nochmal so und so. So, so. Und dann so. Und dann vielleicht, Moment, das da hier nochmal weg. Und hier vielleicht auch nochmal so. Und so, genau.
Leute, das sieht doch gar nicht mal so übel aus, oder? Oder was meint ihr? So als Tor? So als Tür quasi? Kann man das so durchgehen lassen? Ich lasse es jetzt erstmal so. Ihr könnt mir ja gerne noch Verbesserungsvorschläge geben. Dann mache ich jetzt mal hier weiter. Und zwar mit den Mäuerchen. Genau, weil die müssen hier natürlich auch hochgezogen werden auf jeden Fall. So, und auf der Seite genauso. Genau. Genau, und dann müssen jetzt hier quasi überall 2, 1. Und dann wird der da hier wieder hochgezogen. So. So, und dann hier auch wieder 2. Genau, und dann hier auch wieder 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hier auch wieder 2. Und dann das da hier. Und dann hier wieder zack und zack. 4, 5, 6. Und dann hier wieder so, so. Dann hier so, so. Genau, und so sieht man jetzt hier zumindest schon mal, wie das Ganze hier von innen aussehen wird. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hier auch wieder 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2. Genau, und dann eben hier noch die Mauern. Aber das geht hier echt schnell mit den, also mit dem Hochziehen. Genau, dann das da hier kommt natürlich auch nach oben. So, dann der da hier nochmal. Genau, und dann hier müssen wir halt jetzt ein bisschen gucken, wie wir es machen. Aber ich denke, hier mache ich es dann so, dass das hier einfach dann so zugebaut wird. Oder? Ja, wobei ich mache die Fenster hier ein bisschen kleiner. So, genau. Ja, genau, das passt dann. Und dann quasi hier wieder. 1, 2, 4, 6. 1, 2, 3, 4. Ups, das kann ich gleich mitnehmen. 5, 6. Und dann hier auch wieder so. Genau, einfach, dass alle Fenster quasi gleich groß sind. Und dann hier so. Und dann verdicke ich ihn von unten nochmal. So. Und zwar hier so. 1, 2. Genau. 3, 4, 5, 6. Autsch. Dann ziehe ich das da hier hoch. 6 und 6. Genau, es ist das da hier alles auf einer Höhe quasi. Dann geht's hier weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und dann hier auch überall so. Und so. So. Und so. Und ja, so nimmt das Ganze jetzt hier alles Form an. So, und dann die Mauern noch. So. So. Herrlich. Und hier so. Genau, und dann sieht das Ganze jetzt hier schon mal so aus, der Krankenflügel. Dann mache ich jetzt noch die Fenster rein. So, so, oh, komm schon. So, so, so. So, so,
So, so. Ach, komm schon. Ah, Mann. So. Genau. Hier kommen dann die Blöcke rein. Aber die habe ich jetzt gerade nicht. So, und dann hier auch. Zack, zack. Oh, komm schon. Zack, zack. Zack, zack. Zack, zack. Und dann hier nochmal so, 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 so. Genau. Und hier auch nochmal. So, dann muss das Ganze jetzt hier quasi nur noch so verbunden werden. So, so, so. So, dann ist hier der Schräge. Zack, zack, zack. Und kurzer Zeitumkehrer. So, so, so. Und das Schöne ist, morgens scheint hier richtig schön die Sonne rein. Okay, gut. Doch nicht, weil der Turm halt im Weg ist. Also ich habe Hogwarts echt falsch von der Positionierung gebaut. Also so von den Himmelsrichtungen her. Das war echt nicht schlau von mir. Ich habe sogar damals darüber nachgedacht, in welche Himmelsrichtung ich Hogwarts baue, aber irgendwie habe ich halt nicht so ganz genug nachgedacht. Jetzt so im Nachhinein. Eigentlich ziemlich dumm von mir. Ach, egal. Genau, so und dann hier noch. Weil eigentlich, also wenn man mal auf der Map schaut, wäre es eigentlich schon ganz schön gewesen, wenn Hogwarts gerade gewesen wäre. Das heißt, die Sonne würde dann quasi auf der Seite aufgehen. Ja, das wäre alles schlauer gewesen. Naja, zu spät. So, so, so. So, so, so. Genau, und das Fenster haben wir schon. Und jetzt hier zum Schluss nur noch. Genau, weil das ist jetzt kompliziert. So. Und dann hier noch. So, so. So. Und so, so, so. Ich hasse Fensterscheiben. So. Weil die verbinden sich immer so nervig. So, und dann hier so, so, so. Und ja, es blendet. So, so, so. Und zum Schluss für heute. Ja, so. Und dann sieht das Ganze jetzt hier quasi so aus, wenn die Sonne quasi aufgeht. Also jetzt mittlerweile, ja, wird man sie auch später sehen, weil das Dach kommt ja hier noch drauf und ab jetzt sieht man quasi die Sonne. Und ja, ich finde, das ist eigentlich ganz schön. Wir sind jetzt bei 28 Minuten. Ich würde gerne noch das Dach hier kurz hochbauen. So. Genau. So. Und dann hier noch einen. So, und dann hier quasi auch so. Ja, genau so quasi. Und hier dann auch. Ah, doch, komme ich drauf. So, so. Genau, hier zwei. Genau, und dann so. Und einer noch. So. Und dann noch die Scheiben rein. So, und zum Schluss noch hier. Und ja, ich sehe gerade genauso wenig wie ihr. So. Aber ja, dann haben wir das da hier jetzt auch mal geschafft. Und dann sieht das Ganze jetzt hier quasi aktuell so aus mit dem Krankenflügel. Man kommt eben hier die Treppe hoch. Es ist halt, ja, wie in Harry Potter 3. Und dann ist hier quasi der Krankenflügel und hier geht es dann zum Glockenturm später.
Ich finde es eigentlich alles ganz gut. Ich schaue mir das Ganze nochmal von außen an. Und, ja. Ja, finde ich eigentlich ganz, ganz schön. Wenn dann noch das Dach drauf kommt und ein bisschen Profilarbeit, dann dürfte das Ganze eigentlich ganz schön aussehen. Und ja. Ich bin begeistert, wie das Ganze hier wird. Und freue mich auch schon auf, ja, auf eure Meinung. Was ich mir gerade überlegt habe, eigentlich könnten wir doch, ja, eigentlich könnten wir doch hier das da hier auch noch rausnehmen und quasi hier so machen und quasi hier so machen. Haben wir hier auch nochmal ein Fenster drin, das dann natürlich nochmal um einen nach höher gemacht wird. Ja, und dann hat man quasi hier auch nochmal so ein Dreierfenster. Finde ich sogar eigentlich besser. Komm schon. Genau. Ja, dann hat man hier auch nochmal ein Dreierfenster, finde ich eigentlich ganz gut. Kommt natürlich auch mehr Licht rein und man hat einen besseren Ausblick auf jeden Fall. Ja. Und von außen sieht das Ganze mit dem neuen Fenster dann jetzt so aus. Ja, eigentlich ganz schick. Schick, schick, schick. Und dann kommt natürlich noch das Dach drauf, das Ganze wird noch ein kleines bisschen höher. Und ja, dann, die Folge geht schon 32 Minuten, würde ich mich jetzt mal verabschieden. Ich verabscheue mich. Dann, wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann leider mit einem Daumen nach unten. Aber wenn es euch super gefallen hat, dann zeigt es mir doch gerne mit einem kostenlosen Abo, was ihr mir jetzt hier rechts oder rechts auf meinem Wasserzeichen gerne hinterlassen könnt. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Weeble Potter's World. Das war's von mit dem Löwen. Bis dann. Tschüss und ciao.